Was geht ab, meine lieben Manni am Start? Bevor das Video jetzt startet, wollte ich euch nur Bescheid sagen, weil viele ja immer fragen, Manni, wo spielst du online? Unten ist jetzt meine WhatsApp-Gruppe angepinnt. Müsst ihr in die Kommentare gehen. Allererstes Kommentar, da ist ein Link drin. Da braucht ihr nur auf den Link klicken, dann kommt ihr direkt in die Gruppe. Da bekommt ihr dann alle Infos und so weiter. Ihr könnt da noch nicht schreiben, weil ich das erstmal nur für Admins gemacht habe. Aber da bekommt ihr jeden Tag Infos, wo ich spiele, bla bla bla. So, wie gesagt, der Link ist unten. In dem Sinne, meine Lieben, kommt einfach rein, haut rein, Mann. Meine Lieben, Mann hier am Start hier. So, wir gehen mal ein Ründchen in die Bücher. Viele auch geschrieben hat, Mann, ich zock mal wieder Bücher. Ja. Wenn wir mal ein Ründchen hier anpfeifen, das ist ja das, was wir letztes Mal auch schon gespielt haben, wo man Bücher kaufen könnte. Und bei jeder Verlängerung kriegst du halt ein extra Symbol. Ja, wir hatten ja jetzt die letzten Tage auch gut bei FatRabbit was rausgeholt. Ich hatte eben noch mal ganz kurz FatRabbit gezockt für 200, 300 oder was. Dann habe ich gesagt, nee, komm, ey, gar keinen Bock jetzt drauf. Deswegen mal ein bisschen Abwechslung hier reinpeitschen. Ja, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Wer den schmutzigen Kanal noch nicht abonniert hat, einmal abonnieren, die Glocke aktivieren und die Videos liken. Kostet euch gar nichts. Und wie schon im ersten Abspann erwähnt, die WhatsApp-Gruppe ist unten drin. Für alle, die wissen wollen, wo ich online zock. Weil viele immer wieder fragen oder mich auf Insta anschreiben, dies, das. Hab ich ja jetzt extra diese Gruppe gemacht. Komm jetzt. Schade. Ich muss mir noch einen Kaffee machen, meine Lieben. Ich lass mal hier mal erstmal laufen, einfach. Oder? Kann ich hier hocken bleiben? Ne, Schweinehund. Geht denn hier ab? Ist er schon wieder fertig, der Bananenpflücker? Thank you.
ab, haben wir Spiele. Was haben wir denn hier? Zeit. Voll die Show hier für zwei Ei. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht, was bei euch so abgeht. Lieber online oder doch Halle oder was weiß ich oder gar nichts, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinfeuern. Würde mich mal interessieren, weil viele, habe ich auch gelesen, die zocken überhaupt nicht mehr. Weil ich ja auch verstehen kann. Ja, also... Die meisten oder alle, die überhaupt zum Zocken gekommen sind, die sind ja mit Spielhalle groß geworden. Dadurch quasi angefangen und dann den Umstieg auch auf Online oder beides oder wie auch immer. Ja. Also nach meinem letzten Glückstreffer da bei Book of Rock Classic, da diese Magic mit den fünf Dingens, wie heißt es nochmal? Mumien. Ja, danach kann man auch nichts mehr, kann man nur noch scheiße. Und wie gesagt, da habe ich ja auch ein Video gesagt. Ich bin auch gar nicht davon ausgegangen, dass da überhaupt was kommt. Und dann waren die fünf Mumien schon da und ja. Und dann den Kolben erst angeschmissen. Komm jetzt. Sehr wichtig. Komm mal wenigstens Papierer hier, Mann. Gleicher Betrag wie eben, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, eben war 176. Kann das sein? Boah, muss ich mal gucken. Ja, jetzt zweimal drin gewesen. Zweimal nicht so gut.
Okay, wir haben 200 noch was plus. Ist ja auch okay. Gucken, vielleicht wenn wir beim nächsten Mal reinkommen, ob der da eventuell eine Verlängerung reinzwiebelt. Weil das ist ja auch das Interessante bei den Spielen, ey. Genauso wie bei Book of War Magic oder sowas. Aber da ist mir auch aufgefallen, also weiß ich nicht. Du kriegst es so oft, sagen wir mal, kriegst du die Spiele, wenn sie überhaupt kommen. Aber so oft in dem Sinne meinte ich mit, kriegst die Spiele und die laufen so durch wie ein normales Book of War. So keine Ahnung, keine Chancen auf Verlängerungen, dass du nochmal ein Symbol dazu kriegen kannst, weil das ist ja der Sinn und Zweck des Spiels, also weiß ich nicht. Das ist mir einfach zu selten, dass der da irgendwo so Chancen anzeigt, damit du überhaupt eine Hoffnung haben kannst auf eine Verlängerung. Wie gesagt, ich weiß, wie ihr das seht, schreibt das einfach mal unten in die Kommentare rein. Weil mich interessiert auch immer die Meinung so von euch, so kein Plan. Ob ihr die gleichen Erfahrungen macht wie ich oder ob das bei euch anders ist oder wie auch immer. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das anders sein soll bei euch. Das sind ja Einheitsprogramme, die laufen überall gleich. Ich hatte auch so ein paar Kommentare so gelesen. Klar, ne, wenn ich da mal verloren habe, so auf schnell, weiß ich nicht, 800 oder 1000, so kein Plan, sagen wir mal 10, 15 Minuten oder so. Ja, das kommt halt vor, aber ne, man darf auch nicht vergessen, wie oft habe ich auch Treffer gehabt. 5000, 3000, 2000, was weiß ich, 1000. Ne, 7000, ne, das gewinne ich ja dann auch in binne von 15 Minuten oder so, ne, so, und dann ist normal, dass du auch mal ausrutscht auf einer Bananenschale, ne, von daher mache ich mir da weniger Kopfschmerzen, aber wenn ich mal überlege, du verzockst im Monat, keine Ahnung, 2.000, 3.000 in der Spielo, ja, wie viel kommt in der Spielo davon zurück? Na, da hast du mal vielleicht Glück, dass du mal auf 200, 300 hochkommst. Mittlerweile sind die ja so immer so Ecke zwischen 100 und 200, so 130, 150. Ja, und im Endeffekt zieht der danach runter, sobald du hochstellst. Selbst wenn du auf Hochspiele kriegst, passiert da aber nicht viel. So, ne, ich ziehe da immer so meine Resümee raus, so, ne, indem ich gucke, guck mal online, haust du mal rein. So 1000, 4000 da oder da. Manchmal gewinne ich ja auch schon mit 300, 1,5 oder so. So, dann schmeiße ich erst die Kamera an hier und bin hier am Kurbeln. So, aber weiß ich nicht. Wenn ich mir überlege, die Resonanz von dem, was aus der Halle zurückkommt oder von dem, was online zurückkommt, das sind schon gewaltige Unterschiede. Es kann online natürlich auch schneller gehen, dass du schneller auf die Fresse kriegst. Wo du vielleicht in der Halle einen ganzen Tag für brauchst, aber dafür quälst du dir auch einen Arsch kaputt in der Halle. So, keine Ahnung, aber von daher. Ich bevorzuge das lieber hier so online zu rumzupfeffern. Halle hier und da auch kein Problem, aber nicht mehr so crazy wie das mal war. Dafür sind die Auszahlungsquoten oder die Gewinne rein generell einfach zu wenig, einfach zu niedrig. Aber kein Plan. Aber das ist auch das, ne? Viele bestätigen das doch immer. So, ich in den Videos sage, dass sogar die Kleinspiele 10, 20 Cent. Das weiß ich nicht. In der Stunde ein, zweimal Freispiele sehen, wenn überhaupt. Und haben dann eine Buchungspause am Arsch. Jetzt überleg mal, vor 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, was weiß ich,
wo die Novus damals rauskam, 2005, 2006 oder sowas, weiß ich gar nicht. Da habe ich keinen gesehen, der mit 10 Cent spielt, der da eine Buchungspause hatte. Ganz im Gegenteil, die Leute konnten sich mit 50 Euro, weiß ich nicht, 2 Tage da unterhalten oder was, weil immer mal wieder Spiele kamen. 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, keine Ahnung. Weil da einfach auch die Serien viel besser waren. Viele Verlängerungen bei den Büchern, viele Verlängerungen sowieso bei Muscheln und Lucky Lady. Das ist ja, was da heute abgeht, das ist, weiß ich nicht. Das kannst du ja keinen Meter mehr vergleichen. Geschweige einen Zentimeter. Kannst froh sein, wenn er 2-3 Mal verlängert und tschüss, 45 Spiele. Und dann kriegst du da 15 Euro auf 10 Cent oder was. Das ist ja das Lachhafte. Gar keine Gewinne mehr, nix drin. So, dann lass mal die Spins hier noch zu Ende laufen, dann machen wir das erste Ding hier mal zu. Dann gucken wir mal im zweiten Part, wie es weitergeht. Hier war jetzt so mehr oder weniger so ein Hin und Her. Jetzt nicht viel gefressen. Resümee, 2x Spiele für Nüsse. Aber ich bin echt mal auf die nächsten 1-2 Spiele gespannt, weil da habe ich im Gefühl, da könnte eventuell eine Verlängerungsrutsche einmarschieren. Ja gut, meine Lieben, dann mach ich den ersten Part mal dicht hier. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein, Mann, euer Manni.